Logan, was hast du getan? I hurt myself today to see if I still feel. Wer hätte gedacht, dass im mutmaßlich letzten großen Auftritt von Wolverine noch so viel Potenzial steckt? Der Trailer zu Logan zeichnet das Bild eines melancholischen Abgesangs auf den beliebtesten aller X-Men. Gefühlt fiebert man diesem dritten und endgültigen Solo-Auftritt mehr entgegen als den vergangenen Filmen des Franchises. Und das könnte durchaus berechtigt sein. Nachdem Wolverine als Figur qualitativ schon lange nicht mehr an alte Stärken anknüpfen konnte, verspricht Logan nichts weniger als einen würdigen, bleibenden Abschied. Und eine bestimmte Person verstärkt wie von selbst den Eindruck: Johnny Cash. Das liegt nicht nur an Cashs Kultsong Hurt. Das geniale Biopic des Man in Black, Walk the Line, stammt vom gleichen Regisseur wie Logan, James Mangold. Mangold ist ein Spezialist für gezeichnete, mit sich selbst kämpfenden Charakteren. Das bewies er nicht nur mit Wolverine und Johnny Cash, sondern auch im Western-Drama 310 to Juma. Die Betonung liegt auf Bewies, denn er zeichnete sich bereits für die Mutanten verantwortlich mit The Wolverine, Weg des Kriegers, ein Film, der völlig zu Recht zwiespältig aufgenommen wird. Zwar macht er vieles wieder wett, was X-Men Origins an verbrannter Erde zurückgelassen hat, ist aber auch weit entfernt von einem rundum gelungenen Solofilm. Das mag zum einen an der wirren Adaption des 80er-Jahre-Comics von Frank Miller liegen, mit einem selten erzwungenen und vorhersehbaren Plot-Twist. Zum anderen bestimmt am unzeitgemäßen Greenscreen, der den Film unnötig albern wirken lässt. In den richtigen Momenten ist er aber hart, dreckig und kompromisslos, nur um sich selbst dann wieder die angedeutete Härte und Kompromisslosigkeit zu nehmen. The Wolverine scheitert an vielem, ließ aber auch viel Gutes durchblicken. Leider blieb einiges von dem Guten im Schneiderraum liegen, wie diese nostalgische Verbeugung vor der Hauptfigur. Schatz, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mangold hat in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt, dass er mehr kann. Und Logan zeigt, dass er mehr sein will. I hurt myself today. Ein Grund, weshalb Wolverine in seinen Solo-Filmen nicht so funktioniert wie in seinen ersten beiden X-Men-Auftritten, liegt in der Figurenkonstellation. Wolverine als Leitfigur der Geschichte, als der unwissende, in die Welt der Mutanten hineingeworfene Krieger, funktioniert. What do they call you? Wheels? Er als Anker und Identifikationsfigur für den Zuschauer, der sich ebenfalls in diesem unbekannten Universum zurechtfinden muss, funktioniert. Er als Vaterfigur funktioniert. Er auf dem Weg zum Krieger Logan funktioniert nicht. Er als reiner Überbringer einer düsteren Zukunft funktioniert nicht. Wolverine ist in den Filmen für sich allein genommen nicht interessant genug oder aber als austauschbare Nebenrolle völlig verschenkt. Wolverine verlangt nach einem Beziehungsgeflecht, das ihn als Figur auch wirklich herausfordert. Und das könnte hier nun endlich wieder gelingen, mit seiner Klontochter Laura Kinney, auch bekannt als X-23. Die Post-Credit-Sequenz von X-Men Apocalypse ist eine gezielte Steilvorlage für Logan. Sein Genmaterial erschafft nicht nur seine spätere Nachfolgerin, sondern wiederbelebt eine Beziehungskonstellation, die für ihn fantastisch funktioniert. Damit ist das auch ein gezielter Kniff, der so nichts mit der Comic-Vorlage zu tun hat, Old Man Logan. Überhaupt müsste man weniger von Vorlage als von Inspiration sprechen. Der Film Logan kann nicht eine Adaption des Comics Old Man Logan sein. Das lässt die rechte Verteilung der weiteren Figuren von vornherein nicht zu. Außerdem ist dort die Geschichte viel zu konsequent und bewusst auf den Kopf gestellt. Kein Wunder, dass dieser Story-Arc auch auf einer anderen Erde stattfindet. Der Film kocht mit wesentlich kleinerer Flamme, versucht aber das Beste daraus zu machen. Statt dem Sieg der Superschurken über die Superhelden wird hier die Verfolgung der Mutanten weitergesponnen. Logan zeichnet in seinen Wüstenbildern die apokalyptische Dystopie der Vorlage nach, ohne jedoch in deren Superlative zu verfallen. Das ist auch deshalb spannend, weil das wichtigste Grundmotiv beibehalten wird. Der gealterte Logan, der mit sich und seiner schwindenden Selbsthaltung kämpft und Schmerz mit Alkohol betäubt. Das ist nicht nur ein erwachsenes Thema, sondern wird auch von erwachsener Gewalt begleitet, wie man in der UK-Version des Trailers nur allzu deutlich sieht. Das, was dem Vorgängerfilm noch abging, wird hier geradezu zelebriert. Natürlich will man damit der Vorlage gerecht werden, kann sich aber auch dank dem Erfolg von Deadpool sicher sein, dass gezeigte Gewalt im X-Men-Universum ankommen kann.
Der Ernsthaftigkeit zum Trotz darf wenigstens etwas Humor nicht fehlen. Und es wäre doch sehr verwunderlich, wenn nicht der Albino-Mutant Caliban dafür zuständig ist. Dieser hatte zwar schon in Apocalypse seinen kurzen Auftritt, wurde aber für Logan prominent umbesetzt. Mit Stephen Merchant, Kult-Comedian und ganz nebenbei verantwortlich für einen der besten Synchronparts in der Videospielgeschichte. Ah! Oh Gott, you look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. Wie aber dieser Ausschnitt aus seiner eigenen Folterszene zeigt, ist der Ernst der Geschichte letzten Endes immer im Vordergrund. Was man von ihm wollen würde? Höchstwahrscheinlich den erzwungenen Einsatz seiner Fähigkeit, das Aufspüren von anderen Mutanten. Deren Verfolgung, das endzeitliche Motiv des Filmes, wirft die Frage nach dem Wann und Wo auf. Das Wo ist nach dem Ende von Apocalypse unzweifelhaft in derselben Timeline. Das Wann ist nach Days of Future Past, denn eine Rückkehr von der Dystopie zum Happy End scheint unmöglich und nur umgekehrt logisch. Das Wann genau ist im Vorfeld sogar noch das größte Rätsel des Filmes. Es müsste so weit in der Zukunft liegen, dass Logan altert. Es müsste aber auch so nah sein, dass der Alzheimer-geplagte Professor X noch lebt. So oder so sind die Mutanten in diesem Zeitfenster bestimmt nicht freiwillig von der Erdoberfläche verschwunden. Und damit ist Logan auch nicht nur der letzte große Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine, sondern sogar der letzte große von Patrick Stewart als Charles Xavier. Und noch vor allem anderen das letzte melancholische Aufatmen der alten Garde. Umso wichtiger ist es, dass es ein würdiges Ende wird. Logan, du hast immer noch Zeit.